Und damit hoffentlich willkommen zurück. Mal gucken. Der Angriff auf das Empire ist noch profitabler geworden. Ja, natürlich. So, jetzt schauen wir mal. Verbündete Truppen werden angegriffen. Ist der Ragnarok wieder fit? Ne, fast. So soll es sein. Mal schauen. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Ja, Bomberjagd, kobaltleichte Fregatte. Bereit loszuschlagen. Die kommt bitte mit. Okay, da haben wir jetzt auch einen Titan. Jetzt haben wir drei Titanen. Vielleicht können wir mit den Titanen ja was reißen. Muss man mal gucken. Das war halt sau teuer, aber der bringt mir auch gerade gar nichts, weil ich nicht forschen kann. Ne? Das ist halt wieder ein Problem. Sehr schlecht. Sehr schlecht. Sehr schlecht. Phasensprung abgeschlossen. Sehr, sehr Forschung schlecht. Abgeschlossen. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Trotzdem glaube ich, macht es Sinn, irgendwann irgendwo eine Reparaturwerft hinzubauen. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Einfach damit ich das habe. Kann nicht so schlecht sein. Der Planet unserer Alliierten steht unter Belagerung. Wer? Wo? Können wir da helfen? Ah, da ist ja gar nichts. Das sind ja bloß ein paar Piraten. Das ist egal. Das ist egal. Ah, das ist eine sehr starke Sternbasis. Ja. Ich habe wirklich keine Logistikplätze mehr. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Ich glaube nicht, dass ich die irgendwo erweitern kann. Also es geht irgendwo. Aber ich weiß nicht genau wo. So, jetzt forschen wir das mal. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Naja. Annäherungsminen, Hangar, Flakgeschütze. Ne, ich weiß nicht. Ah, das geht auf Stufe 2. Okay, okay. Nicht schlecht. Wir haben schon ein Kitzeln im Abzugsfinger. So, ich würde trotzdem gerne die Piraten vernichten, wenn das irgendwie machbar ist. Allerdings wird das sehr schwierig, glaube ich mal. Bauwerk komplett. Vielleicht sollte ich auch zwei Aufklärerfregatten bauen und mal gucken, ob und wo ich überhaupt überall hin kann. Vielleicht gibt es irgendwo eine Chance, was zu tun. Das wäre natürlich sehr nice. Wenn da was ist, werde ich. Ah, hier jetzt Gegner, schaut euch das mal an. Das müssen Sie uns nicht zweimal sagen. Da sollte ich eigentlich hin und kämpfen, ne? Bisschen leveln, bisschen kämpfen. Hier jetzt auch ein Großkampfschiff, Stufe 5, wenn ich das zerstören kann, aber hallo. Das wäre nicht schlecht. Zeigen Sie mir die Richtung. Sie suchen etwas? Wohin jetzt? So, wo Zeigen geht der Sie hin? Mir die Richtung. Und wo geht Zeigen der Sie hin? Mir die Richtung. Hallo. Was wollen Sie der wissen? Geht dahin? Wohin jetzt? Ja, warte. Bin schon da. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Einer unserer Feinde baut irgendetwas Neuartiges. So. Leider soll ja nicht den gleichen Schwachsinn laufen. Aber der Türkise hat sich wieder schnell eine schöne Armee aufgebaut, muss ich sagen. Oder Armada oder whatever. Forschung nee, geh mal lieber hier so. Bin schon da. Das gefällt mir eher. So, und das muss ich halt vernichten, ne? Wenn der hier so rumsteht und Zeugs macht. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. So, mein Titan, der sollte jetzt dann bald springen. Los Forschung geht's. Abgeschlossen. Geben Sie mir doch mal was zu tun. Piu, 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 piu. Verbündete Truppen werden angegriffen. Schaut schon cool aus. Wo ist das Ziel? Wir kommen immer näher. Distanz wird überbrückt und bums, da sind wir auch schon. Geben Sie mir doch mal was zu tun. So. Bereit loszuschlagen. Ja, dann hau ab. Dann hau drauf. Streuschuss. Das müssen Sie uns nicht zweimal sagen. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Ah, warte. Wir werden jeden einzelnen von Ihnen vernichten. Erstmal dieses Schiff hier vernichten. Na? Nur schnell. Ah, der kann noch was lernen. Ja, dann hol die Atombombe drauf. Schön alles kaputt machen. Feuer bereit. Was wollen Sie wissen? Ja, kleines Gemetzel hier. Die
Diese Raketen feuern sich nicht selbst. Die sollten eigentlich abhauen. Die sollten nicht an der Front stehen. Ja, das Schiff wird total zerberstet, ne? Dann habe ich wieder die Antimaterie. Dauert noch ein bisschen. Wie teuer? 65. Eine ist so gut wie vernichtet. Das Schiff hält schon was aus. Ein gutes. Hört mal her, ihr Fliegerasse. Na, wird schon gehen. So, was können wir wieder bauen? Noch zwei leichte Träger. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Das ist sehr gut. Mehr Kristalle benötigt. Mehr von dem Schaden. Was macht das? Angriffsroboter. Ein alliiertes Großkampfschiff wurde zerstört. Ah, interessant. Ein alliiertes Großkampfschiff, das ist nicht gut. Solange es nicht meins war, aber trotzdem nicht gut. Oh! Hier jetzt ein Titan. Schafft er das? So. Wir werden jeden einzelnen von ihnen vernichten. Den Titan vernichten. Jeden einzelnen von ihnen vernichten. Sollte machbar sein. Verstärkung ist eingetroffen. Sollte machbar sein. Wir komm schon. Hat schon 1000 Schildschaden. Wo ist das Ziel? Ich glaube, ich muss mehr Fregatten nachbauen. Ein alliiertes Großkampfschiff wurde zerstört. Ja, mehr Raketenfregatten. Airwing zur Verfügung. Bereit, loszuschlagen! Ah, ob der so gut war? Ich glaube, der Distanzschuss ist da jetzt besser. Weil er halt richtig Schaden macht. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Ihre Befehle! Dann lasst uns mal ein paar Märtyrer erschaffen! Nur schnell! Wo ist das Ziel? Ich soll's angreifen, nicht da hinten. Das ist halt schon gefährlich, wenn ihr da nach hinten geht, ne? Bereit, loszuschlagen! Was ist das denn? Wieso fliegen die da so nah ran? Oh. Bereit, loszuschlagen! Vielleicht zieht der sich eher mal zurück. Höchste Zeit! Alle Geschütze bereit! Ach, der stirbt sowieso. Kämpf einfach. Auf der Kugel steht dein Name. Auf der Kugel steht dein Name. So. Was mach mal? Mehr das da. Mehr das da. Das wird auch sterben, das werde ich nicht verhindern können. Das ist halt so. Aber der Titan muss überleben. Das ist das Wichtigste. Den Rest kann ich nachbauen. Was ich gerade auch am machen bin. Mehr Kristalle benötigt. Okay, dann bauen wir lieber hier noch mehr solche. Hört mal her, ihr Fliegerasse! Oh, der zerbumst mich aber gut. Ist eingetroffen. Hoffentlich schafft mein Titan das, ansonsten ist es verloren, ne? Zumindest sein Titan stirbt jetzt weg. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Eines unserer Großkampfschiffe wurde vernichtet. Ja, das ist nicht schön. Aber sein Titan stirbt jetzt auch. Meiner lebt noch. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Oh Gott. So, wenn ich die Schlacht gewinne, irgendwie, ich weiß nicht wie, aber irgendwie. Wir haben schon ein Kitzel im Abzugsfinger. Wir brauchen ein. Dann dürfte das ganz gut ausschauen. Hau das Großkampfschiff kaputt, das da vor deiner fetten Kanone ist. Boom. Oh, der nimmt aber gut Schaden. Aber ist nicht so gut. Ich muss mehr produzieren. Viel mehr produzieren. Ob das reicht, weiß ich nicht. Noch 7000 Hülle. Viel forschen kann ich hier gerade nicht. Oh je. Ja, aber den schaffen wir noch. Ich glaube, das läuft. Ich glaube, das gewinnen wir. Diese Schlacht. So. Sobald das vernichtet ist, kannst du da angreifen. Ja, der lebt noch. Die ziehen sich zurück. Okay. Unser Titan ist beinahe zerstört. Was? Nee, Quatsch. 50%, das hält der aus. Da schocken die mich hier mit beinahe zerstört und so. Stimmt der gar nicht.
Alle Geschütze bereit. Ah, hier, das kann ich machen. Okay. Das ist maximale Höhenpunkte verbessern. Sehr wichtig. Ganz wichtig. Ja. Wir haben schon ein Kitzel im Abfänger. Wir brauchen ein Ziel. Jo, komm. Dass er mir aushält. Mir Schaden macht. So, mit dem Streuschuss kann ich da oben gut Schaden machen. Ich glaube, ich gewinne. Oh, der ist aber low. 34%. 3000. Aber er muss durchhalten. Das ist das Ding. Er muss durchhalten. Alles andere macht keinen Sinn. So. Der Geheimdienst warnt vor einem bevorstehenden Piratenüberfall. Was ist denn das hier? Hört mal her, ihr Fliegerasse. Was ist denn das hier? Hört mal her, ihr Fliegerasse. Ach, die haben kein... Oh Gott. Wir brauchen ein Ziel. Okay, vielleicht stirbt der Titan doch noch. Das wäre natürlich jetzt sehr schlecht. Zusätzliche Credits. Könnte aber wirklich passieren. Muss ich ihn zurückziehen? Kann ich ihn überhaupt noch zurückziehen? Ja, komm. Bevor er mir stirbt, flieh lieber. Das schafft er. Der sollte noch fliehen können. Zusätzliche Credits benötigt. Vor allem, wenn das Ding fertig wird. Dann haut er lieber ab, statt dass er stirbt. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Dann hauen wir lieber ab. Verstanden. Wir machen das irgendwann nochmal neu. Unsere Verstärkung. Hauptsache, der Titan stirbt nicht. Okay, der kommt weg. Gut, gut, gut. Trotzdem war es kein sehr schlechter... Gut, wir haben halt ein Level 7 Großkampfschiff verloren, das tut sehr weh. Aber wir haben auch einiges vernichtet und unser Titan überlebt. So muss man das versuchen zu sehen. Ich hätte trotzdem gern wieder einen Panzerkreuzer, weil der hat schon, ich glaube, die höchste Panzerung. Nee, hat er nicht. Schlachtschiff ist besser. Hat mehr, hält mehr aus. Okay. Welcher hat denn Flakfeuer? Wir hatten die Dings. Nicht die Kanone, sondern den. Die Raketenbatterie. Ja, der Träger, okay. Na, ja, mal schauen. Wir haben schon ein Kitzel im Abzugsfänger. Ja, der lebt noch. Das ist wichtig. Den müssen wir jetzt hier erstmal reparieren lassen. So soll es sein. Vielleicht brauche ich auch einmal dieses Reparaturschiff, ne? Aber den habe ich auch noch nicht erforscht. Sollte ich vielleicht machen. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Fast. Aber wenn ich den Titan mit vollem Leben nochmal hinschicke, dann wird das schon. Hier scheinen wir zu gewinnen, hier nicht. Aber es müsste hinhauen. Wenn auch sehr knifflig. Wo ist das Ziel? Verstanden. Ich brauch trotzdem noch Phasenraum. Koloniale Schlachtschiff. So. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Jetzt schauen wir erstmal. Vielleicht war ich sogar verbündete zwei. Verbündete Truppen werden angegriffen. Ja, muss man mal schauen. Wir haben schon ein Kitzel im Abzug. So, der kommt bitte hierher. Hört mal her, ihr Fliegerasse. Ich muss mal gucken, wie viele Träger ich hier habe. Commander an Deck. 5, das heißt, einen brauche ich noch. Oder beziehungsweise einen will ich noch. Und dann noch ein paar Raketenfregatten. Zusätzliche Credits benötigt. Ja, mir geht's Geld aus. Ich habe kein Geld. Mit Nutz. Verbündeten wurde ausradiert. Oh Gott. Wirklich? Hier wahrscheinlich. Stufe 2. Hier! Oh, das ist böse. Okay. Der hat hier... Ah ne, das ist unsere Sternbasis. Alle Geschütze bereit. Das weiß ich nicht, was ist. Das sieht auch nach einem Titan aus. Jetzt zwei Titanen. Ja, aber die kassieren. Das passt. Das sollten wir halten können. Wurde zerstört. Aber die Meldungen gefallen mir nicht.
Ich hätte gern, dass auch Meldungen kommen, wie ein gegnerisches Großkampfschiff wurde zerstört und so. Einfach damit man so im Hinterkopf ein Gefühl dafür bekommt, wie schaut's aus. Weil wenn man immer nur die negativen Nachrichten bekommt, wie wir werden angegriffen, wir haben den Planeten verloren, Großkampfschiffe unter Beschuss, Schilde versagen, zerstört, dann denkt man halt dauernd, es sieht sehr schlecht aus. Wenn man jetzt für meine neuen Schmuckstücke. Ja, schön. Wenn man jetzt allerdings auch hier Nachrichten bekommt, wie wir haben ein gegnerisches Großkampfschiff zerstört, die Schilde eines feindlichen Titanen sind erschöpft und so, dann schaut das anders aus. Also das Gefühl, mit dem man dann das Spiel, die Schlachten schlägt und so, sind dann ein bisschen anders. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Schafft die Basis das wirklich? Oder? Also bis ich da bin, ist eh vorbei, ne? Aber... Naja. So. Torpedo-Fregatto. Fregatto. Was ist das denn? Reaktorsabotage. Naja. Was macht denn die Raketenfregatte? Beziehungsweise was würde sie tun? Wisst ihr? Hallo. Hä? Da. Stark gegen Strukturen. Ja. Gegen Strukturen. Na gut, gegen Kampfbasen. Verbündete, ne? Truppen werden angegriffen. Stimmt. So. Bereit, los. Der Titan, der kommt. Hier ist meine Reparaturwerft. Repariere. Meine Roboter sind bereit. Diese Raketen feuern sich nicht selbst ab. Meine Roboter sind bereit. Ja, dann kannst du ja auch gleich reparieren, ne? Wie viel repariert der? 20. Und der repariert 40. Ja, süß. Dann könnt ihr gleich hier reparieren. Vielleicht reparieren die sogar zusammen oder so. Muss man schon. So, ich müsste jetzt bald das Geld haben für das Schlachtschiff. Fehlt nur noch Metall. Ich könnte mir wieder den holen, aber der hat versagt. Und ich glaube, der wird nicht wieder Level 7 sein, ne? Andererseits, ich könnte es mal ausprobieren und wüsste ich Bescheid. Aber ich glaube es fast nicht. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Na komm, scheiß auf. Ich will's ausprobieren. Auch wenn's unklug sein mag. So, repariert dieses Schiff jetzt auch? Ja, ja, natürlich. Stopp. So. Ein Angriff auf das Empire ist noch profitabel. Ah, schaut euch an, wie schnell der repariert wird. Das ist gut. Sobald mein Großkampfschiff da ist, können wir wieder hingehen. Und hier? Ja, doch, es sieht knapp aus. Aber ich glaube, die Sternbasis schafft das schon. Und hier oben gewinnen wir auch. Das ist natürlich nett. Trotzdem hätte ich gern irgendwann einen Planeten. Hier so einen erdähnlichen oder so. Das wäre mega gut. Fahren Sie fort! Jawohl, Commander! Läuft. Nee, du gehst unten herum. Jawohl, Commander! Ihre Befehle! So. Fehlt jetzt noch was? Bereit, los! Ich glaube, ich habe nur einen Reparaturkreuzer. Jetzt kommen die dicken Kanonen! Ja. Ihre Befehle! Okay, ist wieder auf Level 1. Dachte ich mir, aber ich wollte es einfach wissen, damit ich Bescheid weiß. Fahren Sie fort! So. Ihre Befehle! Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Na komm. Das eine Schiff noch und dann... Nicht ausreichende Metalle. Ist auch egal. Komm schon. Bereit, loszuschlagen! Baut schneller! Wie lange dauert denn das noch? Kann man gar nicht sehen. Gelb auf gelb. Das ist ja doof gemacht. Vorhang auf für meine neuen Schmuckstücke. Erwarte Befehle. Fahren Sie fort. So. Wir haben schon ein Kitzeln im Abzugsfinger. Na kommt, das eine Schiff noch. Jetzt. Und los geht's. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.